Also das sieht wirklich toll aus. Was ist das hier? Hey, nimm die Finger weg, lass das liegen. Denkst du, es wird deine Mutter gefallen? Ja, aber hundertprozentig. Vielleicht kannst du mir in Zukunft ein paar Tipps geben, wenn ich eine Braut bei mir zum Essen habe. Das sieht fantastisch aus. Ich noch Shellys Konto und Rosa hat den ganzen Nachmittag in der Küche gestanden, sonst wäre ich verloren gewesen. Wie findest du den Smoking oder wäre ein Anzug besser gewesen? Dad. Ich will auch nicht was ist denn los, Dad? Beruhige dich doch, oder bist du nervös? Ich nervös? Wie kommst du denn darauf? Na klar bin ich nervös. Das brauchst du nicht. Weißt du, Mom wird einen kurzen Blick auf den Tisch werfen und alles unterschreiben, was du von ihr verlangst. Wirklich? Sicher, was denkst du denn? Ich will es einfach vermeiden, mir übertriebene Hoffnungen zu machen. Aber wenn ich daran denke, wie es in der letzten Zeit zwischen mir und deiner Mutter gelaufen ist, dann bin ich eigentlich relativ optimistisch. Es wird doch allmählich Zeit. Weißt du, Dad? Ja? Wir wollen doch alle dasselbe. Wenn Mom wieder bei uns ist, werden wir wieder eine richtige Familie sein. Nur schade, dass Mason das nicht mehr erleben kann. Ja. Aber das hier hätte er sicher auch für eine gute Idee gehalten. Was ist das? Siehst du an. Wir bestätigen Ihre Reservierung der Flitterwochen-Suite im Pebble Creek Inn für Mr. und Mrs. Cici Kepler. Besondere Wünsche, ein unterstrichen, ein extra großes Bett. Wunderbar. Dieser kleine Extrawunsch war eigentlich Ihnens Idee. Und wenn jetzt alles klappt, Dad, und es so läuft, wie wir alle uns das vorstellen, dann wird das für euch beide eine wunderschöne Reise. Meine Kinder sind hoffnungslos romantisch. Ich liebe dich. Danke. Dad. Wir haben doch alle nur einen einzigen Wunsch. Wir wollen, dass Mom wieder bei uns ist. So wie früher. Weißt du schon, was du heute Abend zu Daddys Dinner anziehen wirst? Nein, Kind, bis jetzt nicht. Tja, ist ja auch egal, was du trägst. Du siehst immer wunderschön aus. Danke. Bist du aufgeregt? Ein bisschen schon. Dein Dad hat offensichtlich etwas geplant. Das kann man wohl sagen. Ich würde am liebsten als Mäuschen unter dem Tisch sitzen. Es wird sicher sehr romantisch. Ja. Mama, da ist noch etwas, was du vielleicht wissen solltest. Wir alle würden uns freuen, wenn du wieder bei uns einziehen könntest. Daddy hat dich furchtbar vermisst und das gilt für uns alle. Ich glaube, das weißt du. Für mich war es auch nicht einfach. Das kann ich mir vorstellen, aber vielleicht entschließt du dich ja schon heute Abend dazu, wieder bei uns zu wohnen. Gut, jetzt will ich dich nicht länger aufhalten, sonst verpasst du noch dein Rendezvous. Wieso bin ich nur so nervös? Immerhin mache ich genau das Richtige. Auf jeden Fall das, was alle von mir erwarten. Nein, wie sich das anhört. Ich will es ja selber so. Ich will ja zurück in das Haus und auch zurück zu meinen Kindern und zurück zu Cici. Ich meine, wieso nicht? Schließlich ist dieses Haus doch mein Zuhause, oder? Etwa nicht? Einfach viel zu viel, was du gerne tun würdest. Für dich, nicht für die Kinder und nicht für Cici. Sondern für Sophia. Du bist nicht nur Mrs. Cici Kepler. Ach, Unsinn. Ich werde wieder in dieses Haus zurückkehren. Ich werde wieder bei den Kindern sein und bei Cici. Und es wird so sein wie früher. Schön und luxuriös und sicher. Nur werde ich immer
das Gefühl haben, etwas zu verpassen. Oh Gott, was soll ich jetzt tun? Dad? Wo ist Mom? Sie ist nicht gekommen. Oh, weißt du, vielleicht ist irgendwas dazwischen gekommen. Es wird sicher einen Grund geben. Ja, sicherlich gibt es einen Grund. Sie will nach wie vor die Scheidung. Ich habe gehofft, dass sie kommen würde. Und wir neu anfangen. Ich denke, ich habe mich idiotisch benommen. Du solltest ihr noch etwas Zeit geben. Sie will diese Scheidung ebenso wenig wie du, Dad. Wir haben keine Zeit mehr, mein Junge. Heute war der letzte Abend. Wenn sie zurückkommen und wenn sie weiterhin meine Frau sein wollte, dann wäre sie jetzt hier. Ich war so sicher. So sicher, dass wieder alles gut und harmonisch werden würde.